Metzel, Leute, Servus und herzlich willkommen zum letzten Vlog auf Drachenlord. Heute wird es zwei Videos geben, ein ganz kurzes Video auf Drachenlord und einen kurzen Vlog auf Drachenvlog. Dazu muss man sagen, dass ich auf Drachenvlog gerne das so machen würde, dass es keine Videos mehr gibt. Also ich werde keine Vlogs mehr machen, habe ich keine Lust mehr drauf. Und außerdem hält mich das von anderen Videos ab, wie zum Beispiel Drachenlord. Es gab in letzter Zeit sehr wenige Videos auf Drachenlord, das lag unter anderem auch auf Drachenvlog. Mein letztes Video, also mein letztes richtiges Drachenlord-Video, das Fettlord, das war ja vor über einem Monat. Heute Abend wird meine Freundin einen Livestream machen. Link ist in der Videobeschreibung, erdbärchen1510 nennt sie sich. Ich bin auch mal in der Videobeschreibung, ich werde zwei Links ganz oben versetzen. Da bin ich einmal als Drachenlord1510, also Drachenlord-1510, das ist mein Account und erdbärchen1510 ohne Unterstrich ist ihr Account. Die Links sind wie gesagt in der Videobeschreibung ganz oben, außer ich habe es wieder vergessen. Da könnt ihr mal mit reinschauen. Entweder sie macht mich zum glücklichen Menschen der Welt oder sie haut mich in die Pfanne und ja, zerstört mich. Viele meinten auch bei meinem Video auf Drachenlord, wo ich das schon mal gesagt habe und schon mal angekündigt habe kurz, dass ich mit zerstört meine, dass ich mich umbringen würde. Das ist Schwachsinn. Wer mich kennt, müsste das eigentlich wissen. Ich möchte meine Vlogs beenden und meine LPs und meinen Drachenlord. Aber da ich jetzt selber beschlossen habe und es vorher schon die Idee hatte mit Drachenvlog und Drachen-LP, werde ich Drachen-LP stilllegen. Drachenvlog werde ich nicht löschen, auch erstmal stilllegen, aber wahrscheinlich wird er früher oder später gelöscht werden. Außer vielleicht, ich kann irgendwann von YouTube wirklich leben. Ja, Wunschtraum. Und dann würde ich vielleicht wieder mit Vlogs anfangen, aber vorher erst einmal die nächsten 1-2 Jahre möchte ich keine Vlogs mehr machen. Wie gesagt, in der Videobeschreibung ganz oben die Links, einmal zu Erdbärchen und einmal zu meinem Account. Und da wird sie heute streamen, sie wird sich vermummen, das habe ich ihr auch gesagt. Ich möchte nämlich nicht, dass die Hater mitbekommen, wie sie aussieht. Wird sowieso früher oder später irgendwann auftauchen, wenn wir mal auf dem Festival oder irgendwie unterwegs sind oder sowas und die Leute Fotos machen. Aber vorerst möchten wir das auf jeden Fall nicht. Und ja... Dann danke ich euch fürs Zuschauen, hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, euer Drachenlord. Haut rein. Ciao, Leute.